Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tribes of Midgard. Wir wollten das hier leveln. Ja, Obsidian. Ich weiß nicht, wo wir das herkriegen. Ich weiß es leider nicht, aber wir müssen uns auch noch ein bisschen aufleveln. Wir brauchen noch ein paar Runen, die uns vielleicht mehr Buffs geben. Sachen für neue Waffen, Rüstung und... Was brauchen wir hier? Ungesunkener Talisman, das heißt, wir müssen kämpfen. Hier müssen wir aufwerten. Was? Brennalpha-Bernstein, okay. Munition brauchen wir nicht. Das ist doch... kann ich auch nicht mehr aufwerten, okay. Hier hätten wir alles. Wir brauchen Granat. Jo, wir müssen definitiv mehr erkunden. Was haben wir? Holz und Stein. Das heißt, wir können Holz und Stein, wir können den Gerberstand herstellen. Und wir brauchen uralten Kern für den Bootsanleger. Das war das Falsche. Hier war das. So, dann gucken wir. Selkie-Flosse. Ach, hier diese. Okay, wir müssen mehr Strände abklappern und die Robben umhauen. Werden wir natürlich auch machen nebenbei. Was muss, das muss. Und wir müssen Granat finden. Ich weiß aktuell aber nicht, wo es das gibt. Was natürlich ein bisschen Shit ist. Aber wir werden suchen, erkunden und ich hoffe mal, wir werden es finden. Und ich hoffe auch, dass wir noch ja, ein paar Runen finden, wenn wir hier die Leutchen umklatschen. Ne? Was ist denn das hier? Und da. Ah ja, bin ich gerade beschossen worden? Alter, da war ein Alles klar. Ey, danke! What the fuck? Was schießen die noch auf mich? Wölfe sind auch immer gut. Nice, nice. Und ein bisschen Angeln. Alter, gibt es hier viele Bäume. Ein bisschen Angeln würde ich auch gerne noch. Oh, schöner Wasserfall. Schön, schön. Na, hier ist wieder Sumpf. Da will ich jetzt noch nicht rennen. Hier unten ist wieder Wasser. Also Strandgebiet. Da werden wir doch bestimmt ein paar Flossen kriegen. Ne? Und hoffentlich auch ein paar Runen. Alter, denen ihre Schilder halten was aus. Wo ist denn das hier hingerannt? Alter! Hört mal auf, mich kaputt zu kloppen! Ike, du solltest vielleicht in die richtige Richtung schlagen. Nice! Bitte einmal heilen. Reicht. Da ist er.
Und jetzt bist du dran. Alter! What the fuck? Da ist die Kiste. Ehrwürdiger Schatz Level 1. What the fuck? Ey, das war aber gerade hier. Huhahaha. Wir haben Level 8 erreicht. Amethyst, ich brauch Granat. Ohne Apfel. Und Robben. Na, ihr seid keine Robben. Oh, es wird Nacht. Was war das für eine Attacke? Oh, der Seetang leuchtet. Sternlicht-Seetang. Ui, geil. Oh, 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 shit. Shit, shit, shit. Moment. Scheiße. Nein, lasst mich mal bitte in Ruhe. Wenn ihr was wollt, kommt mit. Scheiße. Mir wird kalt. Oh, Schwein gehabt. Okay, ich kann in der Nacht nicht ans Wasser gehen. Dann erfriere ich. Das ist ja scheiße. Das ist ja dann kacke. Aber da gab es eh keine Robben. Ich habe zumindest keine gesehen. Irgendeine Keule habe ich gerade bekommen. Ich hätte gern tatsächlich mal ein paar Runen von euch. Was wird es hier oben geben, außer Feinde? Na toll. Ach, scheiße. Ey, das kann ich auch, ne? Scheiße. Jetzt. Ei. Nacht ist zum Glück gleich rum. Aber hier war ein Leuchtebaum. Hier. Nachtbäreschentropfen. Okay. Und, ach, schon wieder eine Barrikade. Oh, mein Schwert ist schon wieder gleich broke. Ernsthaft? Wartet mal. Das ist ja unendlich. Interessant, man kann unterwegs Sachen reparieren. Hab ich tatsächlich nicht gewusst. Oh, Blut. Stopp, Blut. Die Kampfmusik, ich muss sagen, die gefällt mir nicht wirklich. Was war denn das? Kommt ihr runter?
Anscheinend nicht. Midgard hat einen weiteren Tag überlebt. Bei welchem Tag sind wir? Tag 6, Jahr 1. Wir haben 4932 Seelen. Ja, gut, da geht bestimmt noch was. Ich wollte das da haben. Nee, ich wollte das da. Da sind die Wölfe. Die anderen sind da unten. Ah ja. Ihr kommt mir aber nicht hinterher. Was ist das? Ah, das ist ein Werwolf? Werwolfzahn, es war ein Werwolf. Wir haben uralten Kern. Wir brauchen nur noch 4. Angeln. Bitte mal was anderes als Seetang. Ein Lachs haben wir geangelt. Schön. Besser als nix. Gott. Und mal wieder eine Alge. Na toll. Ich will jetzt ehrlich gesagt nicht zurückrennen. Ich nehme jetzt den Damage mal in Kauf. Und mach das da. Hier war doch irgendwo noch. Da. Nee, angeln sollst du. Ein Hering. Alter, was ist denn hier los? Das wieder. Stopp. Boah, das war knapp. Holy moly. Zweige, schon wieder irgendeine Keule. Aber hier unten ist wieder Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Hallo? Robben! Na toll. Ich habe keine Schwanzflosse gekriegt. Muss ich die vielleicht anders töten? Ich versuch's nächstes Mal mit Pfeil und Bogen. Wenn ich wieder welche finden sollte. Hi. Mein Loot. Eine Rune. Okay, die Jötner halten weitaus mehr, halten weit mehr aus als die anderen komischen Männchen aus dem Sumpf und aus den Grasgebieten. Ihr gebt nur Federn, okay. Ja, ich muss leider alles mitnehmen, was ich hier finde. Geht leider nicht anders. Denn ich brauche das. Ich weiß gar nicht, was das hier für Biester sind. Darf ich hier irgendwo rüber? Ja, dort. Nein! Ja,
Scheiße. Schnell, 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 schnell. Oh, Schwein gehabt. Oh, Rettung in letzter Sekunde. Dank die Ehre. Oh, danke, 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 danke. Das war Rettung. Warum hat das denn hier so ein Ding dran? Was hab ich denn da gemacht? Hm. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Ja, muss ich wieder langsam reparieren. Wir haben eine neue Rune? Stimmt. Das Wiederbeleben eines Verbündeten erzeugt in diesem 1700. Brauche ich nicht. Ich habe keine Verbündeten. Weg damit. Reparieren brauchen wir noch nichts. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal hier so hoch. Also einmal in diese Richtung. Und da kam schon das Begrüßungskomitee. Und da unten sind die anderen. Schön, schön. Alter, hier gibt es viel Holz. Reparieren kann ich jederzeit unterwegs, haben wir herausgefunden. Das ist auch nice. Jo, genau, da hoch einmal, wo die Höhle war. Warum wird mir jedes Mal Rüstungswebstuhl angezeigt? Hä? Den habe ich doch schon. Ich muss mir angewöhnen, den Mauszeiger dahin zu machen, wo die Mobs sind. Und irgendwie schlage ich mindestens einmal in die falsche Richtung. Was ist denn das? Was ist denn das? Alter, das Biest hält aber was aus. Ich will die jetzt umhauen. Da war sie down. Oi. Wir müssen mal ganz kurz Segen verteilen. Okay, Werkzeug, Hammer. Was ist denn das hier? Erhöht die Gesamt-LP um 25%. Verhindert Rückstoßeffekte. Okay, das machen wir mal ganz kurz. Wenn Gegner mit Kombat getroffen werden, verringert sich... Ja, das müssen wir dann später auch noch machen. Ja, was war das denn für ein Gegner? Bitte schön, der hat ganz schön was ausgehalten hier. Schon wieder ein Werwolf. Hier gibt's wieder, sag schon. Uralten Kern, genau. Und der wird benötigt. Wieder ein Lachs.
Okay, bevor die Nacht einbricht, würde ich gerne hier unten noch mal gucken, ob es Robben gibt. Au. Gibt's hier keinen Weg nach oben? Laut Minimap wird mir nämlich nichts angezeigt. Oh, Scheiße. Dann erfriere ich ja in der Nacht. Muss mal ganz kurz am Rand lang rennen gucken. Weil wenn es hier keinen Weg nach oben gibt, bin ich gerade total am Arsch. Geh mal weg, du nervst. Den Schatz hole ich mir noch schnell. Aber das ist ja doof, wenn ich hier hochkomme. Ich habe auch nichts zu bauen dabei. Nö. Gibt keinen Weg nach oben. Scheiße. Fuck. Was mache ich denn jetzt? Ich hoffe, ich habe genug Holz dabei. Da baue ich mir hier ganz schnell so ein Strukturteil. Mal ganz kurz gucken, wo. Am besten. Na, okay, nee, hier warten nochmal Feinde. Hier hinten am besten. Ne? Scheiße, ich habe sau wenig Holz dabei. Und der will 10 Stämme haben. Alter, das reicht doch hinten und vorne nicht. Fuck. Wie mache ich denn das jetzt? Kann man die übereinander bauen? Nee, scheiße. Kostet mich das Dach ein Holz. Muss ich mal was gucken. Ne? Ja, das geht. Oh, wir sind wieder raus. Oh, geil. Ja, das war jetzt ein totaler Reinfall. Ich lasse das Zeug aber mal da unten stehen. Sicher ist sicher. Falls wir doch nochmal dahin müssen, ne? Dass wir da dann einen Weg nach oben haben. Schweineachse. Hier geht's runter. Ah, das ist nur ein kleines Stück Strand. Aber das ist ja weird. Du erfrierst halt dort unten am Strand in der Nacht. Kommst dort aber nicht hoch. Ey, da ist ja der Tod vorprogrammiert. Das ist ein bisschen doof.
Aber wir haben leider noch keine Schwanzflosse ergattert. Und eins steht fest, ich brauche mehr Holz im Inventar. Ich brauche eindeutig mehr Holz. Nacht ist auch gleich wieder da. Und zwar genau jetzt. Alter! Von oben und von unten kommen sie. Aber ganz ehrlich, ich gehe jetzt hier runter, denn hier leuchtet's. Das ist ja wieder ein besonderer Seetang. Den will ich haben. Und bis jetzt geht's ja noch mit der Kälte. Naja, einen Baum will ich jetzt nicht abernten. Naja, jetzt wird's langsam kalt, aber wir haben hier unten schon alles weggelootet. Passt also. Aber ist das so gewollt, dass man an einigen Stellen nicht runterkommt? Oh, wartet mal. Ich muss mich leider reparieren. Alter! Wie viel halten die denn bitte schön aus? Ah, ist so wieder ein großer Strand. Kann ich auch nicht die ganze Zeit bleiben. Sternlichtseetang. Der ist bestimmt für irgendwas Bestimmtes gut. Müssen wir mal herausfinden, für was. Ich werde definitiv noch ein bisschen Zeug farmen. Und dann werden wir mal schauen, dass wir eventuell anfangen können, das erste kleine Häuschen zu bauen. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich das Haus überhaupt baue. Müssen wir mal schauen. Das kriegt man bestimmt schon irgendwie hin. Oh, da oben der Baum leuchtet wieder so schön. Aber das Schwert ist schon geil, muss ich sagen. Das ist schon geil. Ich frage mich nur, ob es hier noch stärkere Gegner gibt.
Ach, den haben wir noch gekriegt. Geil. Na, kommt. Zeigt mal, was ihr drauf habt. Anscheinend nix. Und ja, auch wenn das Farmen langwierig oder langwierig ist, es gehört wohl oder übel dazu. Und das wird bestimmt auch einen Großteil des Let's Plays einnehmen. Weil ich gerne so viel wie möglich herstellen und bauen möchte. Und ich weiß gar nicht, was ich brauche, um das eine Ding abzugraden, um alles bauen zu können. Ich glaube, das war Gold oder Obsidian. Irgendwas brauchte ich auf jeden Fall. Bescheidener Schatz. Pelz, Aquamarin, ungesunkener Talisman. Ja, okay. Ja, haben wir alles weggelootet. Nice. Gut, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ich bauen soll. Und jo, ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.